Thema Ektoparasiten passt insofern ganz gut jetzt in die Jahreszeit, weil natürlich so das schöne Winterfell des Pferdes, so kuschelig und warm wie es ist, natürlich einen tollen Unterschlupf für die Parasiten bietet und ja, die Pferde doch auch mehr Zeit im Stall verbringen, vielleicht auch noch eine Decke aufhaben und sich da durchaus auch mal Parasiten dann ansiedeln können, aber natürlich auch im Rest des Jahres. Und das wollen wir uns heute einfach mal anschauen. Okay, danke für Ihre Rückmeldungen. Wenn alles passt, dann bin ich schon mal immer beruhigt. Ja, einmal kurz vorab für die, die vielleicht sich noch nicht so genau mit der Firma, mit der Saluvet bzw. Dr. Schätte beschäftigt haben. Kurzer Rückblick: Uns gibt es schon sehr, sehr lange, seit über 100 Jahren. 1919 wurde die Firma von den Gebrüdern Schätte gegründet, hieß auch damals noch Dr. Schätte. 1988 wurde dann die Plantavet GmbH gegründet, die vor allem Präparate über die Tierärzte vertreibt. Und 2015 erfolgte dann der Zusammenschluss dieser beiden Teile zur heutigen Saluvet. Und seitdem sind wir auch eine hundertprozentige Tochter der Wahler Stiftung. Und 2019 konnten wir dann eben das 100-jährige Jubiläum feiern. Und passend in diesem Jubiläumsjahr wurde dann auch das komplette Pferdesortiment überarbeitet. Seitdem gibt es wirklich eine eigene Produktlinie für die Pferde unter Dr. Schätte Pferd. Und 2020, das sehen Sie jetzt hier auch auf dem Bild, hat sich noch mal einiges getan bei uns am Standort in Bad Waldsee. Da wurde nämlich der Neubau eröffnet und, was Sie auch hier auf dem Bild sehen, groß angelegt, ein Heilpflanzengarten, der auch Besuchern zur Verfügung steht. Also wenn Sie hier vielleicht aus der Ecke sind oder auch natürlich gerne von weiter weg, besteht also auch die Möglichkeit, dass Sie mal hier ins Haus bei uns kommen und sich die Firma und auch natürlich den Heilpflanzengarten anschauen. Ja, und was uns seit jeher antreibt, ist eben die Faszination um die Pflanzenheilkunde, um die Phytotherapie. Und das ist auch unser Fokus und darum soll es natürlich auch heute Abend gehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch schauen, was denn in Richtung Ektoparasiten an Naturstoffen möglich ist, um vorzubeugen oder auch einen Befall zu behandeln. Hier kommt die Frage, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, es wird aufgezeichnet und dann bekommen Sie in ein paar Tagen den Link dazu auch zugeschickt, dass Sie sich das auch dann im Nachgang nochmal anschauen können. Und worum wird es heute Abend gehen? Zunächst einmal wollen wir uns kurz anschauen, was sind Ektoparasiten? Was machen die überhaupt? Warum gehen die auf ein Pferd? Was steckt dahinter? Da gibt es durchaus das ein oder andere Interessante auch drüber zu wissen. Dann werden wir schauen, wie sich so ein Ektoparasitenbefall auswirkt auf das Tier. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir werden vor allem auch gucken, welche Naturstoffe sich anbieten. Und da kann ich jetzt schon vorwegnehmen, es gibt einiges, was die Natur dazu bieten hat. Und das finde ich dann immer ganz beruhigend, dass man eben doch vielleicht nicht direkt zur Chemiekeule greifen muss, sondern es da auch eben Alternativen gibt. Fragen können Sie gerne jederzeit hier im Chat stellen. Ich werde zwischendurch immer mal schauen, wenn Fragen kommen, die dann auch versuchen zu beantworten. Und auch am Ende haben wir natürlich noch Zeit dafür. Und ja, ich denke, mit so einer knappen Stunde sind wir heute Abend gut dabei. Und mein Name ist Helene Hollenhorst, möchte ich natürlich auch noch kurz vorstellen. Ich bin jetzt seit 2018 hier im Unternehmen, dort vor allem fürs Produktmanagement zuständig, also direkt für die Produkte auch verantwortlich. Aber auch im Bereich der Fachberatung. Das heißt, wenn Sie Fragen zu den Produkten oder auch zu Ihrem Pferd haben, bin ich da gerne für Sie bereit, zur Beratung und gebe eben auch hier die Webinare. Genau. Aber jetzt kommen wir zum Eigentlichen, nämlich zu den Ektoparasiten. Und Sie sehen hier jetzt keine Pferde, sondern in dem Fall zwei Paviane, die sich gegenseitig lausen. Und das ist bei den Primaten nicht nur ein sehr wichtiges Sozialverhalten, um also die Bindung zu stärken, sondern sie tun das natürlich auch zur Feldpflege, um sich eben frei zu halten von den Parasiten. Wir wollen uns heute auch auf die Parasiten fokussieren, die sich wirklich auch über längere Zeit bei einem Tier einnisten. Also die Insekten zählen streng genommen auch zu den Ektoparasiten. Die werden wir aber heute ein bisschen außen vor lassen, sondern wir wollen wirklich schauen, welche Parasiten sich über längere Zeit auch auf dem Tier befinden.
Und da können wir uns mal im ersten Schritt den Begriff anschauen. Was bedeutet das überhaupt, Ektoparasit? Das lässt sich ableiten aus dem Griechischen. Ektos, das steht ganz einfach für außen, und Parasitos ist dieser Begriff des Schmarotzers. Und das bedeutet einfach, ein Ektoparasit ist ein Organismus, der sich erstmal ja an der Oberfläche eines anderen Organismus anheftet, ansiedelt und dort für ja kürzere oder längere Zeit verbleibt, um Nahrung aufzunehmen. Und da gibt es natürlich die tierischen Ektoparasiten. Das ist so das, an das man vielleicht auch im ersten Moment denkt, wie zum Beispiel Milben oder Flöhe oder Zecken. Es gibt aber auch Parasitismus in der Pflanzenwelt. Da spricht man von pflanzlichen Ektoparasiten bzw. Phytoparasiten. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das sehen Sie jetzt hier auf dem oberen Bild. Da ist also ein Baum zu sehen mit einem grünen Blattwerk, und dazwischen sehen Sie diese hellen, leicht gelblichen Ranken. Und diese Ranken, das ist der sogenannte Teufelszwirn, das ist also ein Phytoparasit in dem Fall. Das heißt, es gibt auch Pflanzen, die andere Pflanzen befallen. Das gibt es nicht nur in der Tierwelt. Und dieser Teufelszwirn, der wächst also auf diesem Baum ohne Bodenkontakt. Also der wächst jetzt nicht wie sonst die Pflanzen mit Wurzeln aus dem Boden, sondern rein auf wirklich diesen Baum drauf. Und hat da auch spezielle Anheftungsorgane, mit denen sich der Zwirn dann dort festsaugt und dann auch dem Baum, also seinem Wirt, wirklich auch Nährstoffe entzieht. Also das, wie gesagt, nicht nur in der Tierwelt vorzufinden. Und solche Parasiten, die sind meist hoch spezialisiert. Das heißt, sie gehen in der Regel auf ganz bestimmte Wirte, Tierarten und sind dann eben an diesen besonders gut angepasst. Und das hat einfach den Vorteil, dass sie dann dort optimale Bedingungen haben, sozusagen, um auch Nahrung zu entnehmen. Und wovon ernähren sie sich dann? Das sind vor allem die Körperflüssigkeiten oder auch Hautschuppen, Gewebe. Ja, einfach, wo sie rankommen von außen, und einige wenige, wie zum Beispiel die Zecke, saugen aber auch Blut. Und natürlich wirkt sich so ein Befall auf das Tier aus. Es ist jetzt nicht das Ziel eines Parasiten, eines Ektoparasiten, seinen Wirt zu töten, weil davon hätte er im Endeffekt auch nichts. Aber natürlich ist die Fitness, sprich die Gesundheit des Tieres, des Pferdes, dann natürlich beeinträchtigt. Das werden wir nachher auch noch sehen. Gegensatz zu Ektoparasiten sind eben die Endoparasiten. Das sind die also, die wirklich auch ins Tier hineingehen, wie zum Beispiel die Würmer. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber gehört eben auch zu den Parasiten. Ja, hier haben wir auch nochmal zwei schöne Bilder. Das wäre jetzt auch wieder ein Beispiel für einen Phytoparasiten. Das Bild kennen Sie bestimmt, sieht man jetzt im Winter auch recht gut, wenn die Bäume eben ihre Blätter verlieren. Dann sieht man manchmal diese Nester in den Bäumen. Ich habe mich früher auch immer gefragt, was für ein Vogel denn da sein Nest im Baum baut. Aber das ist im Endeffekt also auch ein Phytoparasit, nämlich die Mistel. Und Sie sehen jetzt hier oben auf dem Bild, das ist schon relativ groß, der Befall, sag ich mal. Da ist wirklich schon die ganze Baumkrone befallen. Und da kann es dann auch sein, dass dann mit der Zeit der Baum darunter dann auch einfach abstirbt, weil ihm zu viele Nährstoffe entzogen werden. Dann gibt es noch so ein paar Begriffe, die ich kurz erwähnen möchte. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, okay, warum geht so ein Parasit denn auf ein Tier, auf einen Wirt? Und das liegt ganz einfach daran, dass viele Parasiten verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen, bevor sie geschlechtsreif werden und sich dann fortpflanzen können. Und um diese Entwicklungsstadien zu durchlaufen, sind sie eben auf Nahrung angewiesen, und diese Nahrung holen sie sich eben bei ihrem Wirt, zum Beispiel eben bei Pferden. Und in der Regel gehen solche Parasiten auch auf mehrere Wirte im Laufe ihres Lebenszykluses. Und da spricht man dann von sogenannten Zwischenwirten. Es kann zum Beispiel sein, dass je Entwicklungsstadium der Parasit einen Wirt aufsucht, zum Beispiel jetzt das eine Pferd, und dann für das nächste Entwicklungsstadium aber auf ein anderes Pferd geht, mal als Beispiel. Und dann gibt es irgendwann den Endwirt, das heißt, da ist dann die Entwicklung des Parasiten abgeschlossen. Der ist dann ja bereit für die sexuelle Fortpflanzung, und die meisten Parasiten sterben danach dann auch ab. Und dann gibt es noch die Fehlwirte, das heißt,
wenn der Parasit auf einen Wirt geht, an den er nicht gut angepasst ist und wo es ihm dann auch nicht möglich ist, sich weiterzuentwickeln. Das kommt durchaus vor. Ein ganz banales Beispiel wäre jetzt, dass ein Parasit zum Beispiel auf einen Elefanten geht und ein Elefant hat ja eine super dicke Haut und dann dort eben nicht weit kommt, weil er eben durch diese Haut überhaupt nicht durchkommt, weil er zum Beispiel normalerweise eigentlich auf Pferde geht, die natürlich eine ganz andere Haut haben als jetzt ein Elefant. Mal so ganz banal als Beispiel. Dann gibt es noch verschiedene Klassifizierungen. Wir haben Mikro- und Makroparasiten. Der Name sagt es eigentlich schon. Die Mikroparasiten, die sind wirklich sehr, sehr klein, dass wir sie nicht sehen können. Das sind vor allem die Milben. Und die Makroparasiten, die können wir schon erkennen und die sind auch zählbar. Das sind zum Beispiel dann Zecken oder Harlinge. Dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen fakultativen und obligaten Parasiten. Bei den fakultativen Parasiten, da geht es um Gelegenheitsparasiten. Das heißt, die könnten theoretisch auch sich ohne einen Wirt weiterentwickeln, gehen aber trotzdem mal gerne auf einen Wirt. Und die obligaten Parasiten, um die geht es auch heute Abend, die sind wirklich auf den Wirt angewiesen, um sich weiterzuentwickeln. Und dann zu guter Letzt noch die Unterscheidung temporäre und stationäre Parasiten. Die temporären Parasiten, die verbleiben wirklich nur ganz kurze Zeit auf dem Wirt. Das sind zum Beispiel die Insekten wie eine Stechmücke oder wie eine Bremse. Die gehen ja wirklich kurz aufs Tier, stechen oder beißen und sind dann wieder weg. Die stationären Parasiten, die nisten sich dagegen ein und können ja zwischen mehreren Tagen bis zu mehreren Monaten tatsächlich auch auf dem Wirt verbleiben. Und dann gibt es noch einige andere Unterschiede, also manche Parasiten, die legen Eier, andere Parasiten, die legen lebende Larven, manche legen die Eier auf dem Tier, andere gehen in den Boden, um ihre Eier zu legen. Also da gibt es noch ein paar Unterschiede, das werden wir gleich noch bei den Beispielen sehen. Genau, das einfach nur mal so ein paar Begrifflichkeiten, die da ganz interessant sind, um sie zu wissen. Und jetzt steigen wir in dem Fall doch mit einem Insekt ein, aber ein Insekt, das eben nicht nur kurz auf einem Tier verbleibt. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, ob Sie diese Hirschlausfliege, die Sie gerade kurz gesehen haben, schon kennen. Sprich, ob Sie damit schon Erfahrungen gemacht haben. Ich hoffe nicht. Ich weiß noch, beim letzten Mal, wo wir diese Frage gestellt haben, hatten die meisten noch nicht Kontakt mit der Hirschlausfliege und so wie es aussieht, ist das heute auch der Fall. Ich zeige Ihnen mal kurz die Ergebnisse. Also 84% von Ihnen haben die Hirschlausfliege noch nicht gesehen, seien Sie froh. Und 16%, dazu zähle ich übrigens aus, auch kennen die Hirschlausfliege schon. Okay. Ja, das liegt vor allem daran, dass die Hirschlausfliege bislang nur in vereinzelten Teilen Deutschlands vorkommt. Und ja, deswegen kennt sie auch eben nicht jeder. Und was jetzt das Gemeine an dieser Hirschlausfliege ist, das werden wir hier jetzt sehen. Zunächst mal, wie der Name sagt, gehen diese Hirschlausfliegen eigentlich auf Wirtstiere, ja, wild vor allem, auf Wild, Hirsche, Rehe und Wildschweine, weil sie sich nämlich vornehmlich im Wald aufhalten. Das ist wirklich ihr Hauptlebensraum, der Wald und der Waldrand. Dort treten sie auch teilweise wirklich in richtigen Schwärmen auf. Das heißt, es kann sein, wenn man in so einem Gebiet ist, wo sie vorkommt, dass man auch durch den Wald reitet und die wirklich sieht in Form von Schwärmen. Es kann selbst innerhalb eines Waldes sein, dass sie sich nur auf einem bestimmten Weg aufhalten. Und wenn man diesen Weg dann meidet, dann auch schon da ganz gut durchkommt. Und bei der Hirschlausfliege ist es so, dass die Bisse sehr schmerzhaft sind für das Pferd, wenn wir jetzt mal vom Pferd ausgehen. Sie gehen auch auf Hunde, sie gehen auch auf Menschen. Also da sind leider auch wir nicht vorgefeit. Und diese Bisse sind eben sehr schmerzhaft. Und es gibt wirklich Berichte von Pferdebesitzern, die sagen, das Pferd ist wirklich in Panik ausgebrochen, ist völlig ausgeflippt und man konnte sich im ersten Moment überhaupt nicht erklären, was mit diesem Pferd los ist, bis man dann so eine Hirschlausfliege auf dem Pferd gefunden hat. Und ja, die krabbeln und wuseln wirklich durch das komplette Fell, also das ist nicht sehr angenehm. Und sie tragen auch ein Bakterium in sich,
wobei bislang noch nicht geklärt ist, ob dieses Bakterium auf das Pferd übertragen wird und ob es auch irgendeine Krankheit auslöst. Also so weit ist man noch nicht in der Forschung. Das eigentlich Gemeine kommt aber jetzt erst, nämlich diese Hirschlausfliege fliegt. Wenn sie dann aber auf dem Wirt gelandet ist und sich dort festgekrallt hat, dann wirft sie ihre Flügel ab. Und dann fühlt sie sich sehr wohl dort und geht auch freiwillig nicht mehr weg. Und das ist jetzt so ein Beispiel für einen Parasiten, der, wenn man ihn eben nicht entfernt, wirklich monatelang auf dem Tier verbleibt. Und das beeinträchtigt natürlich dann das Pferd enorm. Zum einen durch den Juckreiz. Das Tier wird mit Sicherheit auch Unruhe zeigen, einfach wenn es da die ganze Zeit im Fell wuselt. Und wie gesagt, die Bisse sind schmerzhaft. Viele Pferde reagieren da auch allergisch drauf, bekommen Hautausschläge oder das Ganze fängt an zu eitern. Und da bleibt einem leider Gottes wirklich nichts anderes übrig, als die Hirschlausfliegen im Fell des Pferdes zu suchen und dann auch zu entfernen. Ich hatte das erste Mal vor 3 Jahren das Vergnügen mit dieser Hirschlausfliege bei meinem Pferd. Das war gar nicht so deutlich zu erkennen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass der einfach seinen Schweif so zwischen die Beine geklemmt hat und habe dann mal so ein bisschen rumgetastet und das war ihm total unangenehm. Und habe dann an der Schweifrübe durch Tasten eben solche Krusten entdeckt. Das waren wirklich so ganz gelbliche, klebrige Krusten. Und an diesen Stellen war auch immer ein kleiner roter Punkt, dass ich eigentlich wusste, okay, irgendwas hat da gestochen oder gebissen. Und ich habe dann relativ schnell im Schweif diese Hirschlausfliegen gefunden. Ich glaube, 4 oder 5 Stück waren das beim ersten Mal. Ich hatte jetzt das Glück, dass die wirklich nur im Schweif waren. Die waren für mich dann relativ einfach zu finden. Und dann war auch Ruhe. Und im letzten Jahr war es dann so, dass auch wieder Hirschlausfliegen da waren. Die habe ich auch wieder im Schweif gefunden. Und da war es aber so, dass ich die letzte Hirschlausfliege nicht gefunden habe. Also ich wusste im Prinzip, da ist irgendwo noch eine Hirschlausfliege auf meinem Pferd, weil der war zwischendurch immer am Stampfen oder hat sich irgendwo hingebissen. Und ich habe einfach gemerkt, da ist irgendwo noch eine. Und das hat, glaube ich, 4 oder 5 Wochen gedauert, bis ich die letzte tatsächlich gefunden habe. Also das ist wirklich dann mühsame Arbeit teilweise. Und ja, da bleibt dann, wie gesagt, nichts anderes übrig, als mit Geduld dran zu bleiben. Ich habe im Endeffekt noch mit einem unserer Produkte behandelt, mit dem Milbizid. Das zeige ich Ihnen später noch. Und wenn Sie jetzt ein Pferd haben, was da sehr in Panik gerät durch diese Hirschlausfliege und Sie kommen gar nicht mehr ans Pferd ran, dann bleibt im Zweifel noch, aber das sollten Sie natürlich nur im Notfall tun, dann noch die Möglichkeit, dass Sie wirklich einen Wasserstrahl nehmen, einen harten Wasserstrahl und einfach das komplette Pferd abspritzen und dann einfach versuchen, die Hirschlausfliege dadurch loszuwerden. Genau. Und die kommen vor allem vom Frühjahr bis in den Herbst hinein vor. Also das ist so die Hauptzeit, wo diese Hirschlausfliegen eben in der Luft sich befinden, rumfliegen. Deswegen, ich hoffe, sie bleiben noch lange davon verschont. Wie groß die Hirschlausfliege sind, also Sie sehen jetzt hier unten, das ist ein Foto, da befindet sich die Hirschlausfliege auf einem Taschentuch. Man kann sie schon ganz gut erkennen. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht so ein Viertel vom Nagel vom kleinen Finger, wenn das so als Orientierung reicht. Also sie sind nicht besonders groß, aber definitiv größer als eine Zecke. Und man erkennt sie dann schon ganz gut, wenn man sie mal vor sich hat. Ja, hier kommt noch der Kommentar in der Lüneburger Heide. Ja, da sind sie sehr verbreitet. Das habe ich auch schon gehört. Und 35 Stück bei einem Hund im Fell. Wow, also das ist natürlich Höchststrafe. Ja, also hoffen wir einfach, dass sie sich nicht so schnell verbreitet und ja, die meisten da einfach eine Ruhe vorhaben. Genau, und als nächstes möchte ich gerne Ihnen die Milben vorstellen. Die Milben gehören zu den Spinnentieren. Sie haben also 8 Beine, kann man sich immer merken. Die Insekten haben 6 Beine, Spinnentiere haben 8 Beine. Und die Milben sind auch die artenreichste Ordnung unter den Spinnen. Da gibt es etwa 50.000 unterschiedliche Milbenarten. Und hierzu zählt auch die Zecke. Die Zecke ist also der größte Vertreter. Die meisten Milben sind eigentlich so mikroskopisch klein, dass wir sie nicht erkennen können mit bloßem Auge. Die Zecke dagegen können wir sowohl in ursprünglichen Zustand natürlich, besonders dann aber, wenn sie vollgesaugt ist, sehr gut erkennen.
Und von den Milben leben etwa 50% aller Arten im Boden. Und da tummeln sie sich auch in großen Mengen. Also unter optimalen Bedingungen findet man da etwa 100.000 Tiere pro Quadratmeter auch im Boden. Und ein Beispiel habe ich hier mitgebracht, einfach weil das Pferd häufig davon betroffen ist, insbesondere während der Weidezeit, ist die Herbstgrasmilbe. Haben Sie bestimmt schon mal von gehört? Und der Name sagt es eigentlich, die Grasmilbe, sie lauert also im Gras, wobei nicht die Milbe selber, sondern nur die Larven der Herbstgrasmilbe auf das Tier gehen, also parasitisch leben. Und das ist dann einfach so, wenn die Pferde eben im Sommer auf der Koppel stehen und streifen da durchs Gras, dann ist natürlich Beine, Maul, Nüstern und die Beine dort im direkten Kontakt. Und ja, dann gehen diese Herbstgrasmilben eben auch auf das Pferd. Und was macht die Herbstgrasmilbe? Also die hat relativ scharfe Kieferklauen und die ritzt dann wirklich so ganz fein die Haut des Pferdes ein. Und ernährt sich dann eben von Zellsäften und von Lymphe. Und die Folgen, das sehen Sie jetzt hier auch rechts auf dem Foto, sind wirklich solche maukeartigen Veränderungen. Das ist zum einen bedingt durch einen starken Juckreiz. Und das Gemeine ist, dass selbst wenn die Milbe nicht mehr auf dem Pferd ist und sich schon längst verkrümelt hat, sage ich mal, dann bleibt trotzdem noch ein Juckreiz über mehrere Tage. Also da ist die Haut einfach so gereizt, dass dieser Juckreiz wirklich noch eine Weile anhält. Und dann entstehen häufig auch Krusten, wie Sie es hier sehen, bis hin zu Entzündungen. Und dann, wenn die Haut natürlich angegriffen ist, setzen sich da auch gerne nochmal Bakterien obendrauf. Dann kommt es noch zu sogenannten Sekundärinfektionen. Und das kann bis zu ekzematösen Veränderungen sich entwickeln und ist dann natürlich auch sehr schmerzhaft für das Pferd. Sie übertragen zumindest keine Krankheiten. Das ist der jetzige Wissensstand. Das ist der einzige Vorteil. Aber wenn man natürlich so ein Pferd hat, was da eben stark drauf reagiert, ist das auch keine schöne Sache. Und das ist auch noch so ein Tipp, wenn Sie ein Pferd haben, was an Mauke leidet und Sie die einfach nicht wegbekommen, obwohl Sie waschen, obwohl Sie cremen und schmieren und tun und machen, dann sollte man auf jeden Fall noch dran denken, ob vielleicht Milben beteiligt sind. Man sieht sie, wie gesagt, nicht mit bloßem Auge. Wenn man sie wirklich sicher, wie sagt man, identifizieren will oder sicher gehen will, dass es sich um Milben handelt, dann kann der Tierarzt schon hingehen und dann ein Hautgeschabsel nehmen oder ein Abklatschpräparat machen und wird das dann unter dem Mikroskop anschauen. Aber das ist vielleicht noch so ein Tipp, wenn Sie eben die Mauke haben und die nicht loswerden, dass dort auch Milben beteiligt sein könnten. Und spätestens, wenn die Koppelsaison endet, also im Ende des Herbst, Ende vom Herbst, und die Mauke dann von selbst verschwindet, dann wissen Sie sicher, dass es die Herbstgrasmilbe war. Also das ist auch noch so ein Indiz dafür. Und hier sehen wir jetzt dann auch mal so einen Entwicklungszyklus. Das kann man an der Herbstgrasmilbe ganz schön sehen. Da sehen wir also, dass sich die erwachsene Milbe in diesem Fall im Boden aufhält und dort auch die Eier ablegt. Das tut sie vor allem über den Winter hinweg. Und aus den Eiern schlüpfen dann eben die Larven und diese wandern dann auf die Pflanzen, jetzt hier zum Beispiel auf das Wiesengras. Und dort warten sie eben, bis ein Wirt, zum Beispiel ein Pferd, vorbeistreift, gehen dann auf das Pferd, nehmen dort Nahrung zu sich und lassen sich dann fallen. Also die sind meistens so 1 bis 5 Tage auf dem Pferd und wandern dann wiederum in den Boden. Dort verpuppen sie sich und entwickeln sich dann über verschiedene Nymphenstadien zu erwachsenen Herbstgrasmilben und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und die Hauptzeit sehen Sie jetzt hier auch nochmal, ist eben von Juli bis Oktober, tendenziell inzwischen sogar noch etwas früher, je nachdem wie das Wetter auch ist. Also je wärmer es ist, dann kann es auch durchaus sein, dass die schon mal früher zum Vorschein kommen. Und da ist jetzt der Unterschied. Jetzt sehen Sie es hier mal. Hier ist die erwachsene Milbe im Boden und nur die Larven gehen aufs Tier, während bei der Hirschlausfliege zum Beispiel ja wirklich die erwachsene Hirschlausfliege auch auf dem Wirt war. Also da gibt es schon Unterschiede zwischen den verschiedenen Parasiten. Ja, und ich habe sie eben schon angesprochen. Die Zecke ist, glaube ich, bei uns allen wahrscheinlich so das Schreckgespenst unter den Ektoparasiten. Die Zecke gehört eben zu den Milben.
ist der größte Vertreter und hält sich vor allem in der bodennahen Vegetation auf, also in Höhe von 30 bis 60 Zentimetern, das heißt in Büschen, im Unterholz, aber auch eben auf Wiesen, in Gräsern. Ich weiß noch, früher hat man immer gesagt, Zecken lassen sich von Bäumen fallen. Das weiß ich noch, als mein Bruder und ich noch klein waren und wir waren häufig im Schwarzwald im Urlaub. Da hieß es dann immer von unseren Eltern, wenn wir irgendwo durch den Wald gingen, Kinder, zieht euch jetzt hier Kapuze auf, zieht die Ärmel runter, weil wenn wir durch den Wald gehen, dann kommen die Zecken von oben. Das ist nicht der Fall, das weiß man natürlich schon seit längerem, dass die eben im Unterholz sitzen oder eben auf einer Höhe, wo natürlich auch die Pferde dann auf der Wiese durchlaufen. Und die Zecken sind jetzt eben solche Parasiten, die auch Blut saugen und sie benötigen diese Blutmahlzeit eben auch zur Weiterentwicklung und dann schließlich zur Fortpflanzung. Und so eine Zecke, kann man sich merken, saugt im Schnitt etwa 3-mal während ihrer Lebenszeit, geht sie auf einen Wirt, um dort Blut zu saugen, quasi pro Entwicklungsstadium von der Larve über die Nymphe zur geschlechtsreifen Zecke geht sie jedes Mal auf einen anderen Wirt. Und so eine Zecke legt dann im Endeffekt etwa 2000 Eier, also enorm viele. Aber aus diesen 2000 Eiern gehen dann im Endeffekt nur wieder 2 geschlechtsreife Zecken hervor. Das einfach mal so zur Entwicklung. Und diese Zecken verfügen eben über wirklich scherenartige Mundwerkzeuge, mit denen sie dann die Haut einreißen. Und mit diesem Stachel graben sie sich dann in dieses Loch sozusagen ein und nehmen dann das Blut auf. Und bei den Zecken, das ist eben auch so ein Problem, diese sind eben ohne einen Wirt auch lange überlebensfähig. Sie entwickeln sich dann zwar nicht weiter oder werden nicht geschlechtsreif, aber sie überleben unheimlich lange. Also unter Laborbedingungen hat man festgestellt, dass eine Zecke etwa 3 bis 5 Jahre ohne eine Blutmahlzeit auskommt. Also das erklärt vielleicht auch, warum wir so viele Zecken hier in Deutschland haben. Und sie ist eben Überträger zahlreicher Krankheiten. Und da können wir mal kurz drauf schauen, was es da so gibt. Es ist jetzt nicht so, dass jede Zecke Krankheiten überträgt, aber ein Teil der Zecken trägt eben Krankheitserreger in sich und die können dann, wenn sie bei einem Wirt Blut saugen, eben über die Speicheldrüsen dann in den Blutkreislauf des Wirtes gelangen. Und da gibt es verschiedene Erreger, ganz oder allen voran mit Sicherheit die Borrelien. Das sind also Bakterien, die eine Borreliose hervorrufen können. Und es gibt von allen Zecken ungefähr 1/3 der Zecken, die Überträger sind, also die diese Bakterien in sich tragen. Und da ist der Hauptüberträger der gemeine Holzbock. Und diese Borreliose, die ist oft gar nicht so einfach zu erkennen. Es ist eine relativ unspezifische Symptomatik. Und vor allem kann diese Krankheit auch sich erst Wochen bis Monate später zeigen. Also es kann sein, das Pferd hatte im Sommer einen Zeckenbiss und zeigt aber erst im Winter die Symptome. Und dann ist es natürlich schwierig, in dem Moment das noch in Verbindung zu bringen. Wie gesagt, auch aufgrund dieser unspezifischen Symptomatik. Wenn man das dann aber weiß, dann kann man das in der Regel ganz gut mit einem Antibiotikum behandeln. Dann gibt es noch FSME, das ist die, muss ich da selber nachgucken nach diesem Wort, Frühsommer-Meningoenzephalitis, genau. Das ist ein Virus, der vor allem von Zecken in Süddeutschland übertragen wird. Das sind etwa 1 bis 5% aller Zecken in Deutschland. Hier ist das Pferd aber weniger von betroffen. Das sind eher die Menschen, die damit infiziert werden. Und sollte doch mal ein Pferd dieses Virus bekommen, dann endet das in der Regel auch tödlich. Und dann gibt es noch die Anaplasmose. Das wird auch wieder hervorgerufen durch Bakterien, ähnlich wie die Borreliose. Kann dann auch gegebenenfalls mit einem Antibiotikum behandelt werden. Ja, und jetzt gibt es vielleicht noch eine beruhigende Nachricht für Sie. Denn, wie gesagt, zum einen tragen nicht alle Zecken Krankheitserreger in sich und dann ist es auch so, dass nur weil die Zecke Krankheitserreger in sich trägt, das noch nicht automatisch heißt, dass sie die auch überträgt. Und da gilt wirklich, je schneller Sie eine Zecke entfernen, desto besser. Man sagt eigentlich, dass es ungefähr 24 Stunden dauert, bis die Erreger übertragen werden, also bis quasi die Erreger vom Darm der Zecke in den Blutkreislauf des Wirtes gelangen. Das heißt, wenn Sie jetzt also im Sommer bei Ihrem Pferd und bestenfalls auch bei sich oder bei Ihrem Hund
einfach generell einmal am Tag das Pferd nach Zecken absuchen und alle Zecken entfernen. Dann haben Sie da schon mal eine sehr gute Vorsorge getroffen, dass eben keine Krankheiten übertragen werden. Finde ich persönlich ganz beruhigend, dass man da auch dann, wie gesagt, eine gute Vorsorge treffen kann. Jetzt haben wir hier die Frage, ob im Anschluss das Skript oder die Präsentation verfügbar sein wird. Also es wird lediglich die Aufzeichnung zur Verfügung stehen, quasi so wie jetzt. Die können Sie sich dann gerne nochmal anschauen und dann natürlich auch nochmal was rausschreiben, wenn Sie das möchten. Dann noch ein weiterer Parasit, die Laus. Und der bekannteste Vertreter und auch der häufigste Ektoparasit beim Pferd sind die Harlinge. Die zählen also zu den Läusen. Und die Harlinge, die bevorzugen Körperstellen wie Mähne und Schweif, die können sich aber auch am ganzen Körper ausbreiten. Ich erinnere mich noch, ich habe mein Praktikum gemacht in einer Tierarztpraxis, in einer Pferdepraxis. Wir wurden auch zu einem Pferd gerufen, das einen ständigen Juckreiz hatte. Und dieses Pferd, es hat mir wirklich so leid getan, wir sind aus dem Auto gestiegen, dieses Pferd stand auf einem großen Paddock und dieses Pferd war wirklich am Zaun und hat sich wirklich förmlich an diesen Zaun geschmissen und sich gerieben und war einfach völlig verzweifelt. Und da hat man quasi schon aus 2 Meter Entfernung eigentlich gesehen, dass es übersät war von diesen Harlingen. Die kann man nämlich sehr gut im Fell erkennen. Das war jetzt in dem Fall, wo wir da mit der Tierarztpraxis waren, ein sehr extremer Befall. Also wirklich das komplette Tier war befallen. Das war schon sehr extrem. Aber Sie können diese Harlinge in Form von kleinen schwarzen Punkten im Fell erkennen, auch oft an der Putzbürste. Und es gibt dann auch noch die Eihüllen. Das sind die sogenannten Nissen. Das sind kleine gelbe Hüllen, die im Fell kleben, weil die Harlinge eben ihre Eier in das Fell des Pferdes legen, die würden Sie auch erkennen. Also das kann man relativ gut und schnell dann herausfinden. Und hier steht es jetzt auch, das war eben bei diesem Pferd dann auch der Fall, es ist natürlich mit Juckreiz verbunden, mit Unruhe, führt auch häufig zu einem struppigen Fell oder auch zu Haarausfall. Und Sekundärinfektionen sind eigentlich generell bei Parasitenbefällen möglich, einfach wenn sich die Tiere kratzen und dann natürlich die Haut aufscheuern und da dann noch Bakterien reingeraten, dann kommt es da häufig auch zu Entzündungen. Die Harlinge sind von Tier zu Tier übertragbar, also von Pferd zu Pferd, sind aber ansonsten sehr wirtsspezifisch. Das heißt, der Harling beim Pferd wird jetzt nicht auf den Menschen gehen oder auch nicht auf den Hund. Da sind sie also sehr, ja, wie sagt man, sehr spezifisch in dem Fall. Und die Harlinge, die leben auch nur relativ kurz, etwa nur einen Monat und legen etwa 150 Eier direkt ins Fell. Das ist vielleicht noch ganz interessant bei denen. Genau. Und was da eben sehr wichtig ist, das sehen wir aber gleich auch noch, ist, weil die sich auch in den Utensilien dann festsetzen, also alles, was im Prinzip in Kontakt mit dem Pferd war, muss man dann im Endeffekt auch wirklich reinigen, dass da nichts übrig bleibt von den Parasiten. Ja, und dann noch eine, ist jetzt ein Sonderfall, weil ich gesagt habe, wir reden allein von Ektoparasiten. Jetzt haben wir hier eigentlich streng genommen einen Endoparasiten, aber das Ganze geht aus von einem Ektoparasiten, nämlich von der sogenannten Dasselfliege. Und ich erwähne das deshalb, weil das ganz gut ist, wenn Sie mal so gelbe Eier oder Stippen vor allem an den Beinen oder an der Schulter Ihres Pferdes bemerken, dann sind das in der Regel die Eier von dieser Dasselfliege. Und dann ist es gut und wichtig, wenn Sie die möglichst schnell entfernen. Wenn Sie das nämlich nicht tun, dann ist es so, also diese Dasselfliege, die legt eben ihre Eier beim Pferd ab, bevorzugt an den Beinen oder an der Schulter. Und wenn das Pferd sich dann zum Beispiel am Bein reibt oder vielleicht das Bein abschlägt, dann wandern, also zunächst schlüpfen die Larven aus den Eiern und dann wandern die Larven in die Maulhöhle des Pferdes. In der Maulhöhle bohren sie sich dann in den Gaumen und in die Zunge, nisten sich dort erstmal ein und entwickeln sich dann weiter zum Larvenstadium 2. Wenn das Stadium erreicht ist, wandern sie weiter in den Magen. Dort
haken sie sich wirklich in der Magenschleimhaut fest und dann entwickeln sie sich weiter ins Larvenstadium 3. Und das kann bis zu 10 Monate dauern. Also es ist wirklich so, dass die 8 bis 10 Monate im Magen des Pferdes verweilen, werden dann ausgeschieden über den Kot, dann verpuppen sie sich und dann schlüpft wieder die Dasselfliege und das Ganze geht von vorne los. Und ja, es hört sich sehr unangenehm an und das wünscht man auch wirklich keinem Tier. Dass es von diesen Dasselmarden, das sind dann die Maden, befallen wird. Und ja, die Folgen sind dann Entzündung in der Maulhöhle. Kann man sich gut vorstellen, wenn sich da irgendwas in Zunge oder Gaumen reinbohrt, dass es wirklich zu Entzündungen auch führt. Das Gleiche gilt für den Magen, Magenschleimhautentzündung, Geschwüre bis hin zum Magendurchbruch. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark der Befall ist. Also ein leichter Befall von Magendasseln, den kann man dann mit einer Wurmkur gut beseitigen. Die Wurmkur, die große im Herbst, die in der Regel Ivermectin enthält, den Wirkstoff, die wirkt auch gegen diese Magendasseln. Und im schlimmsten Fall, wenn also der Befall wirklich, wirklich stark ist, dann kann es zu so einem Magendurchbruch kommen. Und dann zeigen sich auch Symptome wie Kolik oder Durchfall, ein wechselnder Appetit, das Pferd wird auch abmagern, das kann auch zu einer Blutarmut führen und das zusammen natürlich auch zu einer Leistungsminderung. Also es gibt auch Fälle, da wird dieser Befall erst entdeckt, wenn das Pferd wegen einer Kolik dann auf dem OP-Tisch landet, dann wird das Pferd eröffnet und dann entdeckt man im Endeffekt, dass der Magen voller Dasseln ist. Genau. Und da ist einfach der Tipp, wenn Sie das bemerken, diese Eier an den Beinen, dann entfernen Sie die einfach. Die sind relativ hartnäckig, also die sind wirklich sehr, sehr fest in dem Fell. Entweder ja, Sie schneiden das dann vielleicht ab oder rasieren das vorsichtig. Oder wenn wir jetzt mal hier in die pflanzliche Richtung schon vorausschauen, da eignet sich sehr gut der Wermut. Sie können aus dem Wermut einen wässrigen Auszug herstellen durch Kochen. Können Sie dann einfach googeln und mit diesem Wermutauszug lässt sich das dann sehr gut abwaschen. Dann brauchen Sie nicht rasieren und nicht rumschneiden, sondern haben da vielleicht eine angenehmere Variante. Genau. So, das war jetzt der erste Teil. Und jetzt schauen wir mal doch direkt, ich habe es zwischendurch schon ein bisschen angesprochen, was sind denn die Auswirkungen des Ektoparasitenbefalls? Denn die sind natürlich nicht nur lästig, sondern übertragen unter Umständen auch Krankheiten. Und ja, vorhin schon gesagt, das eingeschränkte Wohlbefinden, die Unruhe, wenn dann natürlich was durchs Fell krabbelt, das ist einfach immer unangenehm fürs Pferd. Das Ganze führt auch zu Stress und Stress wirkt sich natürlich auch immer auf das Immunsystem aus. Das Immunsystem wird dann geschwächt. Und dann haben wir natürlich, wenn ein großer Juckreiz da ist, die Pferde scheuern sich dann natürlich, sie kratzen sich und dann entstehen schnell auch Wunden und offene Hautstellen, die wiederum Eintrittsworten sind für Bakterien und dann können sich dort Sekundärinfektionen bilden. Manche Parasiten übertragen dann eben auch Infektionskrankheiten, allen voran eben die Zecke. Und es gibt auch Pferde, die wirklich allergisch reagieren auf solche Parasiten. Und leider Gottes wird das mit den Parasiten nicht besser aufgrund auch der klimatischen Veränderungen. Wir haben zunehmend mildere Winter hier in Deutschland. Das heißt, es wandern auch immer wieder neue Arten aus fernen Ländern bei uns ein. Zuletzt als Beispiel ist eine tropische Zeckenart hier eingewandert, die sogenannte Hyalomma-Riesenzecke. Und der Name lässt es schon vermuten, diese Zecke ist dreimal so groß wie die üblichen Zecken hier in Deutschland. Und sie ist auch sehr gemein dahingehend, dass sie das Opfer verfolgt. Also das ist eine Zecke, die nicht einfach nur wartet, bis ein Wirt kommt, sondern die verfolgt tatsächlich ihren Wirt sogar. Und die hat man jetzt entdeckt in Deutschland. Man spricht jetzt noch nicht davon, dass es hier eine Population gibt, sondern es sind erstmal nur einzelne Exemplare gefunden worden und die wurden vermutlich über Zugvögel eingeschleppt oder über Haustiere aus dem Ausland. Und wenn die hier natürlich dann gute Lebensbedingungen vorfinden, dann kann es auch sein, dass so neue Arten wie jetzt eben diese Riesenzecke auch hier heimisch werden. Generell ist es so, mal nur als Beispiel, dass zum Beispiel bei den Menschen, bei Pferden habe ich jetzt keine Zahlen gefunden, etwa 700 Menschen im Jahr an Zeckenkrankheiten oder an Krankheiten von Zecken übertragen eben erkranken.
700 Menschen ungefähr im Jahr. Ja, und dann gibt es auch Pferde, die anfälliger sind für Ektoparasiten als vielleicht andere. Und da gibt es so ein paar Eckpunkte, sage ich mal, die man da berücksichtigen kann und vielleicht auch vorsorgen kann dahingehend. Und das ist zunächst einmal eine ausgewogene und bedarfsgerechte Nährstoffzufuhr. Also gerade die Spurenelemente wie Zink, Kupfer und Selen sind sehr wichtig für den Organismus. Und wenn da die Versorgung schon mal stimmt, ist das schon mal sehr gut. Dann natürlich eine gesunde und intakte Haut schützt auch vor Ektoparasiten. Ein gesunder Darm ist hier sehr wichtig, weil etwa 80% der Immunzellen befinden sich im Darm und auch das Immunsystem ist sehr, sehr wichtig für Ektoparasiten. Es sind vor allem die älteren Tiere oder kranke Pferde oder auch eben immungeschwächte Pferde, die eher Ektoparasiten oder von Ektoparasiten befallen werden, als jetzt wirklich ein ganz gesundes Pferd. Genauso wichtig ist der gesunde Stoffwechsel, als auch, das spricht, denke ich, für sich, eine gute Hygiene im Stall, auch die Utensilien regelmäßig zu reinigen. Es empfiehlt sich vor allem auch, dass man nur das eigene Putzzeug benutzt, also kein Putzzeug teilt oder für mehrere Pferde nimmt. Und natürlich dann regelmäßig die Fellpflege betreibt. Weil dann kann man natürlich auch gegebenenfalls so Parasiten wie die Haarlinge auch dann schnell entdecken und dann auch schnell handeln. Ja, und passend zu diesen Punkten gibt es auch einige Produkte aus unserem Hause. Da gibt es zum einen eine Hautkur oder zur Unterstützung der Haut. Das ist das Healthy Skin mit Kräutern wie dem Schachtelhalm. Der Schachtelhalm ist sehr siliziumhaltig. Die Aronia-Beere ist ein typisches Antioxidant. Das ist auch ein wichtiger Stoff für die Hautgesundheit. Kieselgur ist, denke ich, so ein Klassiker, wenn es um Haut und Fell geht. Und dann eben die Spurenelemente, die ich eben schon genannt habe, Zink und Selen. Und das können Sie einfach vorbeugend füttern oder wenn Sie auch merken, Ihr Pferd ist einfach empfindlich vielleicht mit der Haut und geben das dann als Kur über 2 bis 3 Monate. Oder jetzt auch im anstehenden Fellwechsel ist das natürlich auch eine Empfehlung wert, genau, das wäre eben etwas zum Füttern. Dann haben wir noch unsere 2 Hautprodukte, Skin Protect Spray und Skin Protect Cream, die also zum Auftragen auf die Haut gedacht sind. Dort enthalten sind Ringelblume und Zaubernuss und in der Salbe auch speziell noch die Bienenprodukte wie Honig und Propolis. Das Spray ist eher gedacht für oberflächliche angegriffene Haut, die noch etwas wund und wo die Wunde vielleicht noch etwas frischer ist. Die Creme ist eher im Anschluss gedacht, wenn das schon beginnt zu heilen, dann einfach auch zur Pflege, zur weiteren Pflege, gerade auch mit dem Honig natürlich. Also da haben Sie schon mal 2 gute Produkte für die Stallapotheke. Und dann, weil wir eben auch von der Nährstoffversorgung gesprochen haben, kann ich Ihnen noch unser Mineralfutter empfehlen, das Herb Mineral. Das ist jetzt neuerdings auch getreidefrei. Da haben Sie wirklich eine Rundumversorgung fürs ganze Jahr mit einer sehr guten Bioverfügbarkeit. Und was hier noch ein Vorteil darstellt, sind, dass wir das Mineralfutter auch mit Kräutern kombinieren. Das hat den Vorteil, diese Kräuter unterstützen den Stoffwechsel und das wiederum wirkt sich natürlich positiv insgesamt auf den Organismus auch, aber es verbessert auch einfach die Verwertung von den enthaltenen Mineralien und Spurenelementen. Ja, und was können Sie jetzt tun bei einem Befall, wenn Sie also bemerken, mein Pferd hat Ektoparasiten? Da ist natürlich Hygiene ein ganz großes Stichwort, dass natürlich nicht das Pferd alleinig behandelt wird, sondern auch eben alles, was in Kontakt mit dem Pferd war, sowohl Putzzeug, Satteldecken, selbst Ihre Reitkleidung, wenn Sie noch geritten sind auf dem Pferd. Und das ist einfach ganz wichtig. Und wenn möglich, dann separieren Sie betroffene Tiere, zumindest wenn es sich um Ektoparasiten wie zum Beispiel die Haarlinge handelt, die einfach auch von Tier zu Tier übertragen werden, dann macht es auch Sinn, dass man die anderen Besitzer informiert, dass sie einfach darauf achten können, ob bei deren Tieren vielleicht auch schon ein Befall vorliegt. Und dann sollte man natürlich schnellstmöglichst die Behandlung einleiten, dass sich die Parasiten einfach keine Chance haben, noch weiter auszubreiten. Und wenn Sie dann schon merken, okay, da haben Sie schon Wunden oder Scheuerstellen gebildet, dann kann man natürlich auch da direkt schon gegen vorgehen. Es empfiehlt sich auch gegebenenfalls,
den Stall, die Box lässt sich wahrscheinlich noch relativ einfach reinigen, wenn Sie jetzt natürlich eine Gruppenhaltung haben. Sie können natürlich jetzt schlecht den kompletten Stall da desinfizieren und reinigen, aber da kann man zumindest hingehen und zum Beispiel die Scheuerbürsten oder man sieht dann ja so an Holzpfeilern, wenn die Pferde sich da besonders gerne scheuern, dass man das vielleicht auch einfach mal säubert und desinfiziert, um da eben zu verhindern, dass andere Tiere das auch bekommen. Genau. Aber was jetzt eigentlich interessant wird, ist eigentlich zu gucken, okay, welche Naturstoffe, welche Pflanzen helfen denn jetzt bei der Vorsorge, aber vor allem auch bei der Behandlung eines Parasitenbefalls. Und da ist einfach der Vorteil bei solchen Naturstoffen, dass diese nicht in die Blutbahn des Pferdes gelangen. Es gibt also diese Standardmittel, die zum Beispiel wie ein Spot-on aufgetragen werden, die gehen dann aber in die Blutbahn des Pferdes und die wirken dann systemisch, weil sie sich einfach im Körper ausbreiten und dann, ja, man spricht von einer systemischen Wirkung. Diese Naturstoffe, die werden natürlich auch von außen aufgetragen, aber die haben dann eine lokale Wirkung und gehen auch eben nicht in die Blutbahn über und deswegen sind sie wesentlich schonender auch für das Tier. Und da beginnen wir mal mit dem sogenannten Neembaum. Der Neembaum ist ein sehr wichtiger Arzneibaum in Indien. Man verwendet dort eigentlich den kompletten Baum von der Rinde über die Blätter bis hin zu den Samen und hat eine vielfältige Wirkung. Er wirkt zum einen antiparasitär, genau das, was wir eben wollen, repellent, also auch abwehrend, das betrifft vor allem die Abwehrwirkung gegen Mücken. Der Neembaum wirkt auch gegen Würmer, also in Indien nehmen die Leute das tatsächlich auch bei Wurmbefall ein. Dann ist er desinfizierend und heilungsfördernd, also alles Eigenschaften, die wir uns hier zugute machen können. Und verwendet wird das Öl des Baums, und zwar trägt der Baum olivenähnliche Früchte, diese enthalten einen Samen und das Öl wird aus diesen Samen gewonnen. Manchmal findet man es auch unter dem Namen Margosa-Öl, deswegen steht das hier. Und dieses Neemöl können Sie eben äußerlich anwenden bei Ektoparasiten. Und da können Sie zum einen eine Waschlösung herstellen, indem Sie einfach einen Teil Neemöl in ein Shampoo geben und das Pferd dann damit waschen. Oder Sie machen eine Sprühlösung, indem Sie einfach die zerkleinerten, getrockneten Blätter in einem Liter Wasser kochen und dann filtrieren und dann können Sie das einfach als Spray verwenden. Und wie wirkt das Ganze? Es ist so, dass dieses Neemöl ein Stoff enthält, dieses unaussprechliche Azadirachtin. Und das ähnelt einem Hormon, was bei Insekten für die Häutung oder die Häutung auslöst. Und das hemmt einfach die Larvenentwicklung. Das heißt, dieses Neemöl unterbricht im Endeffekt die Entwicklung des Parasiten. Und dieses Neemöl findet sogar inzwischen auch bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Anwendung. Finde ich auch noch ganz spannend. Wichtig ist, dass Sie es bitte nicht bei Katzen anwenden. Das gilt eigentlich generell bei allen pflanzlichen Produkten, egal ob innerlich oder äußerlich, dass man da bei Katzen sehr aufpassen muss, weil deren Stoffwechsel und Verdauung einfach nicht darauf ausgelegt ist, pflanzliche Stoffe zu verstoffwechseln. Also da immer der kleine Hinweis, Sie können eigentlich diese Sachen bei vielen Tieren und auch bei sich selber gut anwenden, aber Katzen sind da immer so ein Sonderfall, bei denen man auf jeden Fall aufpassen sollte. Aber fürs Pferd kein Problem. Und dann finde ich fast die wichtigste Blume oder Pflanze im Zusammenhang mit Parasiten ist die dermatinische Insektenblume. Der Name sagt schon einiges. Sie ähnelt jetzt optisch hier der Margarite und wird schon seit der Antike verwendet. Früher gab es das sogenannte persische Insektenpulver, was schon früher gegen Läuse und Flöhe eingesetzt wurde. Und diese dermatinische Insektenblume, die hat eine insektizide Wirkung, das heißt, sie tötet Insekten ab. Verwendet werden Blütenzubereitungen und in diesen Blütenzubereitungen befinden sich sogenannte Pyrethrine, das ist also im Endeffekt der Wirkstoff. Und diese Pyrethrine, die wirken als Kontaktgift, indem sie nämlich die Nervenkanäle, die Nervenmembranen so von Insekten und Spinnentierchen blockieren und die daraufhin eben
absterben. Diese Wirkung gilt aber nur für Insekten und Spinnentiere. Das ist natürlich ganz wichtig. Also auf das Pferd, auf das Säugetier hat dieser Wirkstoff keine Wirkung. Da passiert nichts. Hier noch ein Hinweis, dass man die Pyretrine bitte nicht mit sogenannten Pyretroiden verwechselt. Die Pyretroide, das sind also die Verbindungen, die man in herkömmlichen Mitteln findet, die gegen Parasiten eingesetzt werden. Das sind aber chemisch veränderte Pyretrine. Also in der Regel ist da noch ein Wirkverstärker beigesetzt oder auch ein, ja, wie soll man sagen, Stabilisator, dass der Wirkstoff einfach stabiler ist. Und das wären dann aber eben nicht so schonende Mittel, weil die auch unter Umständen zu einer chronischen Pyretroidbelastung führen können beim Tier. Und das haben sie bei diesen naturbelassenen Pyretrinen, die also unverändert aus der Pflanze stammen, eben nicht. Das Ganze wird äußerlich angewendet gegen eigentlich jegliche Ektoparasiten, Milben, Läuse, Harlinge, sogar gegen die Hirschlausfliege können sie es einsetzen. Und es gibt auch Produkte für den Menschen, zum Beispiel das Goldgeist Forte. Also wenn Sie vielleicht mal ein Kindergartenkind in der Familie haben, was mit Läusen nach Hause kommt, dann können Sie da auch auf so ein Produkt zurückgreifen. Und in der Landwirtschaft wird es auch verwendet als natürliches Kontaktinsektizid. Und auch hier nochmal der Hinweis, nicht bei Katzen anwenden. Und vielleicht der einzig kleine Nachteil, aber es ist eben auch eine Naturverbindung, ist, dass dieses Pyretrum nicht UV-beständig ist. Also wenn es am Licht steht, dann zerfällt es nach kurzer Zeit und wirkt nicht mehr. Deswegen muss man solche Waschlösungen, die dieses Pyretrum enthalten, auch jedes Mal neu ansetzen. Und wenn Sie auf der Suche sind nach so einem Produkt, dann werden Sie auch bei uns fündig. Wir haben das Medizid schon seit vielen Jahren, eben mit dem naturbelassenen Pyretrum. Sie werden hier auf dem Etikett eine andere Bezeichnung finden, nämlich Chrysanthemum cinerariae folium, also die lateinische Bezeichnung. Und auch enthalten ist noch Eukalyptusöl. Eukalyptus hat eine leicht repellente Wirkung. Und das ist ein Konzentrat, welches mit Wasser angemischt wird und dann eben das Tier damit gewaschen wird. Wie gesagt, gegen alle möglichen Ektoparasiten, auch gegen die Hirschlausfliege. Also ich habe es dann auch gemacht im letzten Jahr, dass ich mein Pferd, wo ich die eine Hirschlausfliege dann nicht finden konnte, damit behandelt habe. Einmalig in dem Fall. Ansonsten müssen Sie das Ganze über 3 Wochen machen. Aber bevor ich mir jetzt hier den Mund fusselig rede, zeige ich Ihnen jetzt mal ein Video. Wir haben dazu nämlich eine schöne ein Anwendungsbeispiel, dass Sie einfach mal sehen, wie das Ganze funktioniert, weil es da doch einiges zu berücksichtigen gibt. Hallo, mein Name ist Helena und ich möchte Ihnen heute einmal die Behandlung mit Dr. Schettes Milbizid zeigen. Dabei handelt es sich um ein Waschkonzentrat, das für die Behandlung gegen Milben, Harlinge, Läuse oder aber auch Flöhe oder andere Lästlinge eingesetzt wird. Es handelt sich um ein Konzentrat, das heißt, man muss es vor der Anwendung erstmal noch verdünnen und das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Die genaue Dosierung, wie Sie die Lösung anmischen, die steht auch nochmal genau auf dem Etikett drauf. Ich werde jetzt eine Lösung anmischen gegen Milben, die wird dann 4%ig sein. Das heißt, für 1 Liter Lösung brauche ich 40 Milliliter vom Konzentrat und 960 Milliliter Wasser. Bei der Flasche ist extra schon eine Dosierkappe dabei zum einfachen Abmessen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Einmal einen Eimer, in dem ich die Lösung anmische und dann habe ich hier schon das Wasser stehen. Ich habe dafür jetzt einfach mal einen Wasserkocher genommen. Das hat ja eigentlich auch jeder im Stall schon bereitstehen. So. Ich messe hier jetzt mit dem Becher 2x 20 Milliliter ab. Ich habe das jetzt auch ein bisschen an den Fingern, das Konzentrat, das macht aber überhaupt nichts. Der Wirkstoff ist das sogenannte Pyretrum, das wird aus den Blüten einer Chrysanthemenart gewonnen, ist also wirklich ein Naturstoff und ist daher auch für Mensch und Pferd völlig unbedenklich. So. Jetzt muss also nur noch das Wasser hinzu.
und damit ist die Waschlösung fertig für die Anwendung. Ich werde Ihnen die Waschbehandlung heute mal beim Patty zeigen. Er hat sich netterweise zur Verfügung gestellt. Wichtig ist noch, dass Sie die Waschlösung vor jeder Behandlung neu anmischen, da dieser Wirkstoff, das Pyretrum, nämlich nicht UV-beständig ist. Das heißt, würde ich es eine Zeit lang stehen lassen, dann zerfällt dieser Wirkstoff und hat eben keine Wirkung mehr. Ich zeige Ihnen das mal hier jetzt am Hinterbein. Gerade die Fesselbeugen sind ein ganz typischer Bereich für einen Milbenbefall. Das Einzige, was Sie jetzt noch benötigen, ist eine Bürste, um die Lösung in die Haut einzuarbeiten. Wichtig ist, dass man das ganz intensiv macht, da gerade die Milben sich auch gerne mal in die Haut eingraben. Ich tauche das jetzt also ganz großzügig ein und bürste dann wirklich ganz kräftig über das Fell. Sie können auch besser einen etwas größeren Bereich machen, denn lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Die Waschlösung muss anschließend nicht ausgewaschen werden. Am besten wirkt das Pyretrum nämlich, wenn es einfach auf dem Tier verbleibt. Man kann das Pferd auch danach ruhig mit anderen Pferden zusammenstellen. Wenn es selber oder auch ein anderes Pferd mal irgendwie daran knabbern sollte, ein bisschen was davon aufnehmen sollte, dann macht das gar nichts, weil dieses Pyretrum spätestens im Magen zerfällt und somit wirklich keine negativen Wirkungen auf das Tier hat. Für heute sind wir fertig mit der Behandlung. Insgesamt muss man die Behandlung zweimal in der Woche wiederholen und das Ganze über einen Zeitraum von 3 Wochen. Also selbst wenn das Pferd keinen Juckreiz mehr zeigt, die Stellen schon wieder gut aussehen, bitte noch mit der Behandlung weitermachen. Diese 3 Wochen sind deswegen wichtig, weil das Pyretrum nur die geschlüpften Parasiten abtötet, also keine Wirkung auf die Eier hat. Und somit ist es wichtig, dass man diesen Zeitraum einhält, um wirklich alle Parasiten, die nach und nach noch schlüpfen, abzutöten, bevor diese dann wieder geschlechtsreif werden und selber Eier legen. Genau, das einfach als kurze Erklärung, weil wir da doch häufig auch Rückfragen bekommen, wie genau das angewendet werden muss. Das steht auch nochmal alles, aber ganz genau auf dem Etikett drauf, auch wie Sie es anmischen müssen und so weiter. Und da ist auch der Hinweis nochmal ganz wichtig, das gilt aber generell für diese Naturstoffe, die eben als Kontaktstoff sozusagen wirken, dass es natürlich wichtig ist, dass man es gut einarbeitet ins Fell des Tieres, dass einfach auch wirklich die Parasiten damit in Kontakt kommen, damit es dann auch wirklich gut wirken kann. Und jetzt kam hier die Frage, ob man die Lösung mit warmem oder kaltem Wasser anmischen sollte. Also bis lauwarm ist es überhaupt kein Problem. Das ist dann eigentlich egal. Im Sommer können Sie kaltes Wasser nehmen. Im Winter ist natürlich vielleicht lauwarmes Wasser dann einfach angenehmer. Und dann können Sie das Pferd danach einfach eine Weile eindecken und dann warten, bis es abgetrocknet ist. Genau. Das soweit dazu. So, jetzt habe ich noch 2 Pflanzen für Sie. Einmal den Lavendel, eine sehr schöne Pflanze, wie hier auf dem Bild. Und da gibt es ein ganz schönes Sprichwort. Und zwar hat man früher gesagt, wenn ein Mensch mit Läusen oft an Lavendel riecht, dann sterben die Läuse. Also das war damals schon so ein Spruch. Und damit lag man gar nicht so verkehrt, denn der Lavendel hat auch eine sehr gute Wirkung gegen Parasiten und ist auch sehr vielfältig. Denn der Lavendel ist vor allem entzündungshemmend und schmerzstillend, wirkt auch antimikrobiell und juckreizlindernd, auch entspannend. Das ist auch eine Pflanze, die sehr gerne in der Aromatherapie verwendet wird, aufgrund dieser entspannenden Wirkung. Und wirkt eben auch insektizid und repellent. Also alles eigentlich Eigenschaften, die wir uns hier zunutze machen können. Lavendelöl ist also ein ätherisches Öl, das als eines der wenigen Öle auch unverdünnt angewendet werden kann. Ansonsten ist es wichtig, dass man ätherische Öle immer verdünnt, weil sie sonst reizend sind. Lavendel ist hier wirklich die Ausnahme. Hier sehen Sie jetzt aber, wie Sie zum einen ein Spray herstellen. Das heißt, Sie würden 10-20% Lavendelöl in einem sogenannten Lavendelhydrolat einbringen. Das ist etwas, was Sie in der Apotheke bekommen. Und das können Sie dann als Spray einfach verwenden.
Oder Sie mischen einfach Lavendelöl mit einem anderen Öl, Olivenöl, Mandelöl oder Jojobawachs. Und das können Sie dann einfach direkt auf das Fell auftragen. Und das eignet sich auch sehr gut beim Pferd, einfach weil man es da auf die behaarte Haut auftragen muss. Und noch eine Pflanze, die man vielleicht so im ersten Moment gar nicht als Heilpflanze sehen würde, aber die auch wirklich gute Wirkung hat, das ist nämlich Kokos bzw. das Kokosöl. Das enthält Vitamin C, Vitamin E und Laurinsäure. Und Kokosöl ist zum einen juckreizlindernd und wundheilungsfördernd, also können Sie auch sehr gut auf der Haut wieder anwenden, wirkt antibakteriell, antiviral und repellent. Und hier kann man sich vor allem diese repellente Wirkung zunutze machen, weil dieses Kokosöl nachgewiesenermaßen Zecken fernhält, zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Man hat da also festgestellt, dass Zecken, wenn eine Stelle mit Kokosöl behandelt ist, weniger gerne beißen. Und wenn sie doch beißen, dann lassen sie sich viel schneller fallen als ohne das Kokosöl. Und daher, das empfehle ich auch gerne, wenn es Pferde gibt, die eben sehr viel von Herbstgrasmilben befallen werden, weil da haben sie ja jedes Mal, wenn das Pferd wieder auf die Koppel geht, das Problem, dass wieder neue Milben aufs Pferd gehen. Da können sie dann hingehen und wirklich die Stellen, das sind ja oft die Fesseln, einfach 2 bis 3 Mal die Woche vorbeugend mit Kokosöl einreiben, weil das einfach auch die Herbstgrasmilben fernhält. Und vorbeugen ist natürlich immer besser als behandeln. Also das ist da mal so ein Tipp. Einzig würde ich es nicht anwenden an den Nüstern oder an wenig behaarten Stellen, weil das Kokosöl dann durchaus gerade in Verbindung mit Sonne zu Sonnenbrand führen kann. Aber gerade so an den Beinen und Fesseln, wo genügend Fell ist, ist das überhaupt kein Problem. Und beim Kokosöl muss man auch immer den Hinweis geben, dass bitte, wenn Sie es das erste Mal anwenden, auf jeden Fall erst an einer kleinen Stelle am Pferd zu testen, weil es doch das ein oder andere Pferd gibt, was allergisch darauf reagiert. Also das dann einfach kurz vorher testen und wenn das dann klappt, dann ist das mit Sicherheit ein gutes Mittel, um gerade gegen die Herbstgrasmilben auch vorzubeugen. Ja, und damit kommen wir schon zum Ende des heutigen Webinars. Und zu guter Letzt noch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt heute Abend also erfahren, dass Ektoparasiten eben auf einen Wirt gehen, weil sie sich weiterentwickeln müssen, um sich schließlich fortpflanzen zu können. Und dafür sind sie auf den Wirt angewiesen, um dort eben Nahrung aufzunehmen. Dann gibt es sehr viele Unterschiede zwischen den Parasiten. Es gibt Parasiten, die nur wenige Stunden auf dem Wirt verbleiben oder wie zum Beispiel die Hirschlausfliege, die auch mehrere Monate auf einem Wirt bleiben. Und gerade wenn Sie bei Ihrem Pferd so einen anhaltenden Juckreiz oder auch Unruhe bemerken, dann ist das häufig Anzeichen für einen Befall. Und da gilt dann natürlich die Devise, je schneller man behandelt, desto besser. Und was wir dann auch jetzt gesehen haben, ist, dass gerade die Naturstoffe wie zum Beispiel das Pyrethrum eben eine gute und wirksame Alternative auch sind zu den herkömmlichen Mitteln. Und man da auch durchaus mal sagen kann, wenn jetzt der Verdacht besteht zum Beispiel auf einen Milbenbefall, dann kann man mit so einem Mittel auch ruhig mal auf Verdacht behandeln. Ja, und ich hoffe, dass ich Ihnen das Thema jetzt, ja, dass Ihnen das gefallen hat, dass Sie einiges auch an neuen Infos mitnehmen konnten. Und das war jetzt, wie gesagt, der Einstieg in das neue Jahr. Es folgen aber noch viele weitere Webinare. Als nächstes steht im Februar an, worauf ich mich sehr freue. Das Webinar Gesunde Hufe am Beispiel des Mustangs kann ich sehr empfehlen. Da haben wir nämlich den Michael Strussione vom Mustang Makeover zu Gast, ein sehr geschätzter Kollege auch von uns. Und dann geht es im März noch weiter mit dem Thema vom Sommerekzem und dann noch weitere Themen, erstmal bis in den Mai hinein. Anmelden können Sie sich wie jetzt auch über die Plattform von EduDip. Und wenn Sie sich darüber hinaus vielleicht noch konkret für Heilpflanzen interessieren, kann ich Ihnen auch die Webinare von meiner Kollegin, der Frau Arndt, empfehlen. Das sind halbstündige Webinare am Vormittag, speziell zu einer Heilpflanze. Also auch dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Und wenn Sie generell auf dem Laufenden bleiben möchten, dann können Sie sich auch gerne zu unserem Newsletter anmelden. Der erscheint einmal monatlich. Der nächste wird jetzt nächste Woche verschickt. Da erfahren Sie auch immer, ja, alles zu saisonalen, aktuellen Themen rund um die Pferdegesundheit, natürlich auch Infos zu Webinaren und Veranstaltungen, auch wenn wir mal wieder eine Aktion haben. Also das ist noch eine gute Möglichkeit, um da einfach aktuell zu bleiben. Und ja, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Und jetzt schaue ich noch mal kurz. Es gab noch eine Frage hier. Die Frage, ob Milbizid auch auf Stellen aufgetragen werden darf, die bereits sehr aufgekratzt sind. Ja, die Frage kommt auch häufig. Danke dafür. Ist natürlich häufig eben der Fall, dass wenn ein Ektoparasitenbefall vorliegt, natürlich die Stellen häufig schon angegriffen sind. Und wenn das oberflächliche Wunden sind, dann kann man das Milbizid auch noch anwenden. Lediglich, wenn das wirklich tiefer gehende Wunden sind, wo man wirklich schon von einer richtigen Wunde spricht, da würde ich dann davon absehen. Aber ansonsten, wenn die Haut gereizt ist oder vielleicht leicht aufgekratzt, kann man das auf jeden Fall noch anwenden. Falls noch im Nachgang Fragen kommen oder auch generell Sie Fragen haben, sehen Sie hier noch meine E-Mail-Adresse. Da können Sie sich gerne jederzeit melden. Und wer noch eine Teilnahmebescheinigung wünscht, schreibt bitte eine E-Mail an diese unten stehende Adresse an veranstaltung@salobert.de. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche.